Endlich ist es soweit, es gibt ein offizielles Release-Date, in Anführungsstrichen zu Lost Ark und wie das Ganze aussieht und alles, was ihr wissen müsst, erfahrt ihr natürlich wie immer nach dem Intro. Mabuhay und willkommen zurück zu einem neuen Genshin. Ich geb's auf, ich mach den Take jetzt so, wie er ist. Das ist jetzt mein 15., 16., wenn nicht sogar 30. Versuch, denn ich bekomm's nicht auf die Kette, Lost Ark zu sagen. Das ist einfach die Macht der Gewohnheit, denn ihr kennt mein Hauptcontent, das ist Genshin Impact und dementsprechend... Aber jetzt, wo wir gerade schon bei Genshin Impact sind, an dieser Stelle, der Content zu Genshin Impact wird nicht vernachlässigt, ganz, ganz wichtig. Die Videos zu Genshin Impact sind in der Mache und ab Release dieses Videos, sobald ihr dieses Video seht, dauert es maximal 2 Tage, bis das nächste Video zu Genshin Impact veröffentlicht wird. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt, der Content folgt auf jeden Fall, aber Project Teyvat hat wirklich viel Zeit in Anspruch genommen und ich bin froh, dass das Ganze letzten Endes released worden ist. Und ich arbeite aber bereits auch an einem neuen Projekt, ebenfalls zu Genshin Impact. Und es sind noch 2, 3 andere Projekte in der Hinterhand, die ich gerne beginnen möchte, innerhalb der nächsten 3 Monate, sage ich jetzt mal. Aber da wird erstmal gut Zeit ins Land vergehen, sage ich jetzt mal, bis dann der nächste Release meines neuen Projekts folgt. Und das wird mal mindestens einen Monat dauern. Deswegen lasse ich mir da Zeit, erwartet nicht zu viel, aber... Deswegen bin ich euch auch super dankbar, wenn ihr mir dann irgendwas da lasst bis dato, damit ich weiß, hey, das kann ich besser machen, das muss anders umgesetzt werden und so weiter und so fort. Aber so viel mal dazu. Deswegen seht es hier oben auch in der Infobox eingeblendet oder aber auch hier als Video eingeblendet. Hier im Gesamten. Ich habe vergessen, dass die Cam auf Vollbild ist. Aber nichtsdestotrotz, heute sind wir wegen Lost Ark hier. Und ihr seht es auch hier, wir haben Lost Ark und das ist der offizielle Announcement-Trailer. Natürlich hat dieser Trailer auch Sound. Aber den habe ich jetzt aus Sicherheitsgründen oder aus Vorsichtsmaßnahmen mal gemutet, weil ich nicht weiß, ob der Track lizenziert ist. Sonst könnte ich unter Umständen einen Strike dafür bekommen, beziehungsweise ich weiß es gar nicht zu 100%. Aber ist ein anderes Thema, deswegen poste ich euch den Announcement-Trailer ebenfalls unten in die Kommentare als angepinnten Kommentar, sowie alle anderen weiteren Links, die ihr braucht für Lost Ark. Lost Ark hat ein offizielles Release-Date in Anführungsstrichen bekommen, denn wir wissen, wann es released wird, wir haben aber kein genaues Datum. Und zwar wurde Lost Ark für Herbst diesen Jahres angekündigt. Herbst 2021 folgt der offizielle Release von Lost Ark auf dem westlichen Markt oder im westlichen Markt. Und da freue ich mich riesig drauf. Ich bin wahnsinnig hyped auf das Game, denn ihr seht die Massen an Gegnerhorden. Und das ist tatsächlich in Lost Ark auch so. Ihr habt massig an Gegnerhorden, durch die ihr euch durchschnetzeln könnt. Und das ist so ein bisschen im Diablo-Stil gehalten. Denn Lost Ark ist ein Spiel in Form wie Diablo beispielsweise, wenn man das so möchte. Aber sowohl das Kampfsystem als auch die Kampfanimation gefallen mir so, so viel besser als in Diablo, wie ich finde. Egal, ob es jetzt Diablo 3 oder Diablo 4 ist, Lost Ark sagt mir einfach mehr zu. Einfach, weil ich wirklich ein Riesenfan von so modernem Shit bin, wenn man das so will. Ich liebe es, wenn so Technologien mit gerade solchen Spielen kombiniert wird, wenn es dann auch so ein bisschen futuristische Gegner gibt und wenn es natürlich auch dann so Massen an Gegnerhorden gibt. Und das, was man hier im Announcement-Trailer gerade sieht, sieht wirklich vielversprechend aus. Allein der Drachenkopf ist 500 Mal so groß wie die Figuren, die gerade da standen, falls ihr das gesehen habt oder falls ihr darauf geachtet habt und meinem Geschwätz nicht zugehört habt. Aber ihr seht es auch hier, das sind die Figuren und das ist dieser Drachenkopf. Und man kann sich ausmalen, wie riesig dieses Viech eigentlich ist. Und ich kann jetzt nicht zu 100% sagen, ob das ein Bossgegner ist, aber ich gehe sehr, sehr stark davon aus. Und auch allgemein, die gesamte Umgebung von Lost Ark sieht wahnsinnig gut aus. Und auch, das ist genau mein Shit, ich sag's euch. Die hat einfach... so einen riesigen Typen beschworen, der absolut badass aussieht, also designtechnisch, charaktertechnisch ist Lost Ark für mich persönlich eines der besten Spiele, auf die man sich freuen kann, sage ich jetzt mal. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das das beste Design ist, aber ihr seht es auch hier, kommt im Herbst 2021, aber designtechnisch ist das einfach nur... Ich liebe es, wenn sowas designt ist. Da freue ich mich riesig drauf. Und man sagt ja natürlich auch, die Vorfreude ist die schönste Freude. Aber hey, ich will das jetzt haben und nicht erst bis Herbst warten. Wobei das bis Herbst gar nicht mehr so lange ist, denn wir haben schon Sommer. Wir haben jetzt Juni zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos. Von daher haben wir noch Juli, August, September. Und dann ist ja eigentlich irgendwann schon fast Herbst. Ich habe nicht den genauen
Zeitpunkt im Kopf oder an welchem Datum der Herbstanfang ist. Aber das ist auch vollkommen Bums, denn wir alle wissen, im Herbst, also noch 2 bis 3 Monate, dann wird das Ganze hier auf dem westlichen Markt released oder im westlichen Markt. Und das Ganze wird von Amazon gepublished. Und wo wir gerade schon beim Thema Amazon sind. Ich habe vor 2 Tagen eine E-Mail von Amazon selber bekommen, von einem der Game Director, wenn man das so möchte, wo er mich dann nicht gefragt hatte, ob ich denn gerne Content Creator zu Lost Ark werden möchte. Und ich habe gesagt, hey, Leute, ich bin dabei. Das Game supporte ich. Darauf freue ich mich schon wahnsinnig, denn ich habe das Game auch selber schon gespielt auf russischen Servern. Allerdings ist euch sicherlich auch aufgefallen, dass zu meinem letzten Lost Ark Video einige Zeit vergangen ist. Und das liegt einfach daran, dass ich zum einen den VPN-Provider nicht bezahlen wollte, beziehungsweise für die VPN-Software musste man nach der Testphase Geld ausgeben, damit man diese weiter nutzen kann. Und das war essentiell für den Zugang zu Lost Ark und das wollte ich nicht. Zum anderen wollte ich mir dann auch Zeit bis zum westlichen Release warten, denn es bringt nichts, ein Game zu hypen, wenn es noch kein offizielles Release-Datum zu diesem Game eben gibt. Und das ist aber jetzt der Fall und deswegen wird es dann auch im Herbst spätestens wieder genug Content zu Lost Ark geben. Das wird ebenfalls sehr, sehr gut werden, auch gerade dann, weil man das auch wirklich sehr, sehr gut Koop im Stream suchten kann und gerade dann, wenn es auch in Genshin Impact längere Trockenphasen gibt, wie beispielsweise sogenannte Filler-Patches, kann man das sehr, sehr gut mit Lost Ark ausfüllen und ich bin wahnsinnig froh drauf. Ich freue mich riesig, ich bin absolut hyped und das wird einfach genial. Aber ist ein anderes Thema, beziehungsweise hatten wir gerade eben schon. Deswegen kommen wir mal zu den anderen Sachen, die wirklich wichtig und relevant sind. Lost Ark. Wird das Ganze Free-to-Play oder Pay-to-Play? Aber ihr habt sicherlich schon gesehen, das Ganze ist natürlich Free-to-Play. Wie in jedem anderen Game, wo es die Möglichkeit gibt, dass das Game Free-to-Play ist, gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, wie sogenannte Founders-Packs zu kaufen. Und die Preise sind so wie bei jedem anderen Game auch, das kurz vor Release steht. Die Founder-Packs kosten von 25 Dollar bzw. ein bisschen weniger Euro, glaube ich. Ich glaube, 20 Euro sind das dann im Endeffekt. Ich bin mir aber nicht sicher. Bis hoch zu 100 Euro. All das ist drinne und das Ganze, wie gesagt, wird von Amazon gepublished. Amazon hat sich die Rechte erworben und vertreibt das Game dann hier im westlichen Markt. Aber der Entwickler ist Smilegate. Das bedeutet, wenn Smilegate neue Patches rausbringt, muss Amazon die Patches dann für uns bereitstellen und sie dann selber mit in das Game implementieren. Das heißt, Amazon ist für den ganzen Vertrieb hier im westlichen Markt zuständig und nicht Smilegate. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen und ihr braucht dementsprechend auch einen Amazon-Account. Es ist vollkommen egal, ob das Amazon Prime ist oder nicht. Ihr braucht mindestens einen Amazon-Account, damit ihr das Game suchten könnt. Die Founders Packs gibt es in verschiedenen Stufen wie Silber, Gold und Platin und jedes andere Ding hat natürlich dann auch seine Vorteile, sage ich jetzt mal. Je höher der Preis ausfällt, desto mehr Vorteile bekommen wir dann dementsprechend auch. Wir haben dann auch hier natürlich Beta-Access. Das heißt, sobald ihr euch ein Founder-Pack gekauft habt, bekommt ihr auf jeden Fall garantierten Zugang zu den Beta-Tests von Lost Ark. Das heißt, ihr werdet nicht per Zufall ausgewählt und müsst nicht zu den glücklichen Gewinnern hören, wenn man das so will, gehören. Aber ihr bekommt dann somit einen garantierten Zugang zu den Beta-Tests. Plus ihr bekommt einen sogenannten Head Start. Das bedeutet, ihr dürft Lost Ark schon 3 Tage vor offiziellen Release spielen. Und das finde ich natürlich sehr, sehr nice. Ist nice to have, wenn man es hat. Aber auch hier ist das ein risikoreicher Kauf, wenn man das so möchte. Denn wenn man das Game vorher noch nicht ausprobiert hat, dann weiß man nicht so ganz, ob einem das Game dann letzten Endes zusagt. Denn dadurch, dass das Game Free-to-Play ist, finanzieren sie sich zum einen durch die Founder-Packs und zum anderen über einen Ingame-Shop. Natürlich kann man jetzt darüber streiten, ob das Game dementsprechend Pay-to-Win wird oder aber auch nicht, denn soweit ich weiß, wird es natürlich auch PvP geben. Aber mit Vorsicht genießen die Info, ich kann es momentan noch nicht belegen, weil ich es selber gerade nicht richtig im Kopf zusammenbekomme. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher, deswegen wirklich mit Vorsicht genießen. Aber ich denke, der Ingame-Shop wird natürlich auch mehr kosmetische Inhalte beinhalten und natürlich auch so ein paar andere Sachen, die man sich für echt Geld kaufen kann, um seinen Spielfortschritt in Game dementsprechend natürlich auch zu beschleunigen. Wie in Gacha-Games auch. Man kann gegen Geld ein paar Dinge in Game kaufen, wo man dann seinen Spielfortschritt beschleunigen kann. In Genshin Impact ist das allerdings nicht der Fall. Und das ist auch gut so. Und ich hoffe, das bleibt in Genshin Impact auch so. Aber auch das ist wieder ein anderes Thema. Wir haben dann hier die sogenannten Royal Crystals. Und das ist diese Premium-Währung in Lost Ark. Damit könnt ihr euch quasi dann im Ingame-Shop irgendwelche Dinge kaufen. Das Problem ist nur, und das macht jedes andere Gacha-Game auch, wir kaufen von unserem echten Geld eine bestimmte Ingame-Währung. Und diese Ingame-Währung lässt bei vielen Spielern irgendwann mit der Zeit so ein bisschen den Überblick verlieren, wenn man das so will.
Das heißt, man kauft sich einen gewissen Betrag an Ingame-Währung und irgendwann hatte man, sagen wir jetzt mal 50.000 Royal Crystals, wenn man das so will, ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt. Aber dann kriegt man gar nicht mehr zusammen, wie viel Geld man genau dann wirklich dafür ausgegeben hat. Denn man weiß dann beispielsweise nicht, wie die 50.000 zustande gekommen sind. Hat man jetzt fünfmal diese 7.000 gekauft und dann 50 mal die 4.000 oder hat man dann 100 mal die Tausender gekauft oder was auch immer. Man kriegt das nicht mehr so genau zusammen und verliert halt sehr, sehr schnell den Überblick von dem, was man an Geld eigentlich ausgegeben hat. Ist jetzt nicht weiter schlimm und wenn man umsichtig damit umgeht, kriegt man das auch alles zusammen. Aber das als kleiner Reminder, dass man das auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten sollte. Ist auf jeden Fall wichtig und ich wollte es auf jeden Fall erwähnt haben. Deswegen hoffe ich, nehmt ihr es mir nicht übel. Zum anderen bekommt ihr natürlich ein Founders Exclusive Pet. Das heißt, ihr bekommt ein exklusives Tier, das dann auch wirklich nur für die Founder zur Verfügung gestellt wird. Es kann aber auch sein, dass dieses Founder-Pet nachträglich noch gekauft werden kann im Ingame-Shop. Ich würde mich nicht zu 100% darauf verlassen, denn ich habe schon einige Spiele erlebt, wo es hieß, das Ganze ist exklusiv für Founder, wirklich für Leute, die das Game vorab schon finanziert haben. Aber im Nachhinein haben das auch andere Leute in-game bekommen können für einen deutlich wenigeren Betrag, als jetzt hier angegeben ist. Deswegen mit Vorsicht genießen, aber das Pet ist nice to have, denn das ist ein Pet, das ich mir auch in Genshin Impact wünsche. Und das sammelt Loot für uns. Und das ist absolut nice. Ich will so ein Ding, das Loot für mich aufsammelt. Nicht, weil ich ein faules Stück Scheiße bin, sondern einfach, weil ich das viel, viel angenehmer finde, wenn ich nebenher Monster schnetzeln kann und weiß, hey, der kleine Dude da sammelt das Loot für mich. Das ist so das, was ich mir wünsche. Ich liebe das in Games und in Lost Ark finde ich es gut, dass sie das gemacht haben. Einfach, weil man dann sich auch wirklich auf den Kampf konzentrieren kann und nicht nebenher die F-Taste spammen muss, um den Loot aufzusammeln. Dann haben wir eine 30-tägige Crystalline-Aura. Und diese Aura ermöglicht es euch natürlich. Dementsprechend, das ist sowas wie ein Monatspass, quasi, dass ihr das Game auch mit einem Abo finanzieren könnt. Nur, dass das hier auf freiwilliger Basis läuft. Ganz anders als in World of Warcraft beispielsweise, ist das Abo hier freiwillig. Ihr müsst das nicht machen, aber natürlich auch hier wieder, wenn ihr Geld investiert, bekommt ihr einen gewissen Mehrwert oder einen gewissen Gegenwert, wo der Entwickler halt denkt, oder der Publisher in unserem Falle Amazon, wo Amazon dann denkt, hey, das ist ein guter Mehrwert für das Geld, das sie investieren im Monat. Ich weiß noch nicht genau, wie teuer das Ganze hier wird, wie teuer dieser Monatspass wird oder dieses monatliche Abo, aber ich denke, es wird sich auch sowas um die 13, 14 € bewegen. Wir haben sogenannte Tripod Cost Wolver und das reduziert einfach eure Kosten. Wir haben Liner 50% Discounts. Ich weiß nicht genau, was das alles ist. Ich will jetzt auch nicht alles hier im Video vorlesen, weil das raubt unglaublich viel Zeit. Deswegen den Link dazu bekommt ihr ebenfalls unten in der Beschreibung. Aber was mich gerade interessiert ist, ob ich denn die Seite nicht auf Deutsch machen kann. DE. DE. Ha! Trick 17, wenn man die URL hackt. Hackt in Anführungsstrichen, nennt mich Hackerman. Aber oben in der URL steht dann quasi US-US und wenn man das einfach durch DE-DE austauscht, dann bekommt er das Ganze hier in Deutsch angezeigt. Ist noch besser. Vorabzugang wissen wir 1000 königliche Kristalle und so weiter und so fort. Exklusive Haustier der Pioniere, 30 Tage Kristallaura etc. Pipapo. Lied der Rückkehrer und so weiter. Wie gesagt, den Link dazu findet ihr unten ebenfalls in den Kommentaren angepinnt, einfach damit ihr das für euch selber in Ruhe durchlesen könnt. Wir haben den Silbertitel der Pioniere. Und das ist einfach nur ein Titel, der halt zeigt, hey, ihr gehört zu den Foundern, ihr seid von ganz Anfang an dabei, noch bevor das Game eigentlich released worden ist. Und eine Silber-Vorratskiste. Und das Ganze steigt natürlich dann auch, je höher die Packs dann gehen. Wir haben ein Gold-Pack für 50 €. Wir haben einen Vorabzugang. Wir haben 4000 königliche Kristalle, exklusives Haustier, Kristallaura, Gold-Titel der Pioniere, eine goldene Vorratskiste, das exklusive Avatar der Pioniere und einen Charakter-Erweiterungsplatz. Das heißt, man kann einen Charakter mehr erstellen als alle anderen, die nicht für das Game bezahlt haben. Und natürlich noch das Platin-Pack. Genau dasselbe wie gerade eben schon erwähnt, nur einen Platin-Titel, eine Platin-Vorratskiste, das exklusive Avatar der Pioniere. Ich glaube, zwischen Gold und Platin ändert sich nicht viel. Ich glaube, das ist genau eins zu eins dasselbe. Ein Erweiterungsplatz, Avatar der Pioniere. Ich bin jetzt gerade etwas. Ah, okay. Ich war jetzt gerade etwas verwirrt. Das exklusive Avatar der Pioniere. Ich dachte mir so, hä, warum kommt das jetzt nochmal? Aber das ist für Pioniere mit Platin-Status. Und wir haben das exklusive Reittier der Pioniere und eine Platin-Willkommenstruhe mit Wallpaper, das exklusive Gebäude und so weiter und so fort. Alter Schwede. Auf jeden Fall seid ihr hier völlig frei, was ihr euch da nehmen wollt. Ja, wir nehmen natürlich alle Cookies an, nehmt meine Daten.
Ihr seid da wirklich frei und ihr müsst euch nie irgendwie so spezifisch daran halten oder sonstiges, sondern das ist alles wirklich freiwillige Basis. Ihr müsst dafür nicht finanzieren, aber wenn einer das Geld über hat und sagt, hey, ich bin so hyped von dem Game, ich hole mir das auf jeden Fall für 100 Pipaleros, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Ich tatsächlich bin am Hadern, denn ich hatte schon Bock, mir die Platin-Kiste zu kaufen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie es dann zeitlich bei mir aussieht. Und das könnte unter Umständen ein bisschen kritisch werden, aber ich denke mir, ja, warum nicht? Und natürlich kann man das Ganze auch auf Steam kaufen. Das ist möglich, sehe ich jetzt gerade. Und ihr seht es auch hier kostet das 99,99 Pipeleros, sind aber 100 Pipeleros wert. Deswegen spart man hier auf jeden Fall mal einen Cent. Von daher, warum zuschlagen, wenn auch nicht? Und ich sehe auch hier, hier steht Online-PvP, also Lost Ark wird ebenfalls PvP beinhalten. Von daher ist das sehr, sehr nice to have und nice to know, wenn man das so möchte. Natürlich gibt es dann hier auf der Homepage auch einen sogenannten Media-Reiter. Das heißt, wenn wir hier oben auf Spiel klicken, dann habt ihr hier die Medien. Aber bevor wir zu den Medien übergehen, gehen wir doch erstmal zu den Klassen. Einfach damit ihr wisst, welche Klassen euch dann letzten Endes erwarten werden. Wir haben insgesamt 5 Klassen. Alle sind genderlocked. Das heißt, eine bestimmte Klasse ist ein Mann und eine bestimmte Klasse ist eine Frau. Allerdings ist das dann so, in Zukunft, so wie ich das auf Reddit gelesen habe, und das ist anscheinend auch schon bestätigt, ist, dass es zu jeder Klasse einen Gegenpart geben wird. Das heißt, es wird zu jeder Klasse auch ein anderes Geschlecht geben, das aber genau dieselbe Klasse ist, aber mit anderen Skills tatsächlich, beziehungsweise mit anderen Skill-Animationen zum Teil, wenn man das so möchte. Deswegen wird der Krieger nicht nur männlich sein, sondern es wird auch weibliche Krieger geben mit der Zeit. Noch nicht jetzt zum Release, denn ihr seht, wir haben 3 Männer, wir haben den Berserker, ganz typisch mit Spin-to-Win-Move, wir haben den Paladin und wir haben den Pistolen-Lancer, im Englischen Gun-Lancer. Klingt einfach viel cooler, deswegen sage ich zu ihm einfach Gun-Lancer. Ihr habt auch hier die Möglichkeit, euch die Skills der Klassen anzuschauen. Aber auch hier bitte mit Vorsicht genießen, denn wir haben hier 5 Skills zur Auswahl, aber das sind nicht alle Skills, die es natürlich im Game gibt. Es wird deutlich mehr Skills geben, bei weitem, aber das sind so die Hauptskills, beziehungsweise ich vermute mal die einzigartigen Skills der verschiedenen Klassen, die wir in Lost Ark haben. Und dementsprechend haben wir hier Berserkerzorn, wir haben die Schlagwelle, wir haben den Wirbelsturm, klassischer Spin-to-Win-Move, wie man es kennt, und ich hasse diesen Move. Seit League of Legends mit Garen hasse ich diesen Move, aber es ist trotzdem nice, dass man ihn hat, weil der ist gefühlt in jedem Game vertreten, wo es eine Kriegerklasse gibt mit einem Zweihänder, und das gibt es natürlich auch hier in Lost Ark, das darf auf keinen Fall fehlen. Wir haben das Schwerverbrechen und wir haben die Höllenklinge. Ist natürlich nice, dass man sich so die Hauptskills durchschauen kann, und je nachdem das, was euch zusagt, da könnt ihr auf jeden Fall dann definitiv zuschlagen, wenn man das so will. Wir können das auch im Schnelldurchlauf durchmachen, sind nur ein paar Sekunden. Und das finde ich natürlich mega nice. Diese Verlängerung des Schwertes erinnert mich so voll an Noel. Ihr seht es auch hier. Und dann dieser One-Hit, der die Gegner mit einem Schlag niedermetzelt. Aber auch hier, Vorsicht, Falle. Jeder Skill, den ihr hier seht, kloppt die Gegner mit einem Hit nieder. Das liegt einfach daran, dass der entweder extrem gutes Gear hat oder die Gegner einfach nur unglaublich schlecht sind, ähnlich wie beispielsweise Iola in ihrem Testrun, auch wahnsinnig überpowered der Charakter im Testrun, ne, ihr kennt das Ganze, aber deswegen könnt ihr nicht davon ausgehen, dass der Charakter dann so OP ist, dass er alle mit einem Schlag niederknüppelt, denn jede Klasse kann gut sein, genauso wie in Genshin Impact, wenn man genug Zeit in diese Klasse investiert. Wir haben den Paladin, und hier ist auch ganz wichtig zu wissen, der Paladin ist nicht so dieser typische, stereotypische Paladin, wenn man das so sagen kann, denn dieser Paladin ist so ein bisschen anders, der ist so eine Mischung, aus Damage-Dealer und vielleicht auch so ein bisschen Verteidigung, weil Paladine sind ja grundsätzlich eigentlich so, kenne ich es beispielsweise aus World of Warcraft oder aus Overwatch, nicht Overwatch, wer heißt denn das andere Game? Ich weiß es gerade nicht, aber oftmals ist es so, dass Paladine Charaktere sind, die zum einen Schaden austeilen können, aber auch gleichzeitig heilen können. Und hier steht, Paladine haben einen direkten Draht zu den Mächten der Götter und kanalisieren diese uralte Kraft in mächtige offensive und defensive Züge. Und das sieht dann natürlich so aus. Dementsprechend, wenn man das so sagen kann. Finde ich jetzt schon absolut badass. Gefällt mir jetzt schon besser als der typische Berserker-Charakter, wenn man das so will. Einfach, weil die Animation auch einfach mega nice ist. Und das ist halt so voll meins. Und allein, wenn der Skill schon heißt Gottes Zorn, dann kann man sich denken, hey, der muss doch irgendwas richtig Krasses können. Und der Skill sieht einfach nur richtig lahm aus. Wenn man das so will. Also, da fand ich, dass Alythanos Urteil. Okay, ja, Urteil passt gut. Okay, ja, okay, dann ja. Wir haben die Justizvollstreckung. Ebenfalls ziemlich nice to have. Einfach, weil die Gegner dann so zerplatzen. Finde ich ganz nice, auch weil er die Gegner so ein bisschen an sich ranzieht. Oder auch nicht. Nee, er zieht sie nicht ran. Er macht einfach nur Damage. Wir haben das Gottesgesetz.
Was auch so ein bisschen einer Beschwörungsanimation gleichkommt, denn ihr seht es auch gleich hier, wenn ich das richtig im Kopf habe, das verursacht Schaden und dann kommt dieser Engel und gibt den Gegnern quasi den Rest und kloppt den Rest einfach nieder und macht den Rest, wenn man das so sagen kann. Und wir haben dann noch Blitzhieb, ebenfalls eine Fähigkeit des Paladins. Ihr seht es auch hier, finde ich jetzt auch eher weniger spektakulär, da haben mir die Skills von dem Berserker teilweise besser gefallen, aber das ist eigene Geschmackssache. Ihr spielt das, worauf ihr Bock habt und dieser Gunlancer ist dann quasi der sogenannte Tank in Lost Ark. Und hier muss ich auch sagen, ich habe mir die Skills alle vorab schon angeschaut, die Skills von dem Gunlancer sehen bisher von den Charakteren her am besten aus, beziehungsweise ich hätte gerne die Skills so ein bisschen gemixt, wenn man das könnte, geht aber leider nicht. Aber die Skills in der Hinsicht sehen teilweise von dem Gunlancer besser aus als vom Berserker. Finde ich auch nice, dass er hier dieses elektrische Feld quasi erschafft und dementsprechend auch noch Schaden über Zeit zufügt. Und das wirkt endlich mal nach einem Tank, wie ich finde, was in sehr wenigen Games vertreten ist, wo der Tank auch Damage machen kann. Dieser typische Move, wo er dann Gegner ranziehen kann, ist natürlich sehr, sehr gut im PvP, sowohl als auch im PvE, wenn es um den Crowd Control geht. Wenn man viele Gegner auf eine Stelle zusammenbekommen muss und wieder mit einem Hit quasi niederknüppelt. Aber auch das ist ein Thema, das könnte man jetzt ausweiten, aber muss man nicht. Auch hier, mega der Skill, finde ich mega cool, auch so mit diesem Bereich. Und natürlich bringen diese Bereiche natürlich auch verschiedene Bonis mit sich, wo ihr dann guten Nutzen daraus ziehen könnt, wenn ihr in einer guten Gruppe unterwegs seid. Und gerade das, weil man das im Stream zocken kann, freue ich mich wirklich sehr auf das Game. Und dementsprechend müsst ihr auch selber für euch entscheiden, ob die Skills von dem Gunlancer euch zusagen oder aber auch nicht. Denn wie gesagt, das alles ist sehr, sehr persönliche Geschmackssache. Das kann man nicht verallgemeinern. Und das Einzige, was mich an dieser Seite hier stört, wo wir gerade dabei sind, ist, wenn ihr hier auf Krieger seid, oh, okay, ihr könnt auch weiter hier an der Seite klicken. Ich bin dann immer auf die Pfeiltaste zurückgegangen. Schön, was man alles während dem Videodreh alle findet. Wir haben die Kristalltänzerin. Tänzerin. Die Kristalltänzerin. Aber auch hier wird es eine männliche Version geben. Das ist der sogenannte Striker. Das Video folgt in den kommenden Tagen. Der ist jetzt schon eine Weile auf den anderen Servern im östlichen Markt draußen. Ja, doch, im östlichen Markt. Oder auf den östlichen Servern, wenn man das so sagen möchte. Da gibt es die männliche Version und der nennt sich dann im Englischen Striker. Aber das ist so meine Klasse, wo ich sagen kann, hey, die würde ich wahnsinnig gerne spielen. Einfach, weil ich zum einen Hand-to-Hand-Combat wahnsinnig feiere und zum anderen, weil ich das grundsätzlich immer schon in allen Games sehr, 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 sehr befriedigend fand, wenn man mit bloßen Fäusten und Füßen die Gegner so richtig niedermetzen konnte. Ähnlich wie in Animes, gerade so Hand-to-Hand-Combat-Animes wie Naruto beispielsweise oder wie Kengan Ashura oder wie God of High School teilweise, wo man dann einfach so richtige Übermoves sieht, wo die Leute dann so richtig mit einer Mega-Faust einfach ins Nirvana geschleudert werden. Das ist einfach so voll meins. Und diese schnelle Abfolge an Schlägen ist natürlich auch mega nice, erinnert mich so ein bisschen an One Punch Man. Aber es ist wirklich schön anzusehen, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Der Skill ist jetzt vielleicht nicht so spektakulär, aber die Animation einfach, wie der Charakter diese Skills ausführt, ist natürlich insane. Und wie schnell das Ganze natürlich auch einfach geht. Und das ist quasi die dreifache Faust, im Englischen nennt sich das Triple Fist, aber auch mega nice umgesetzt. Ihr seht es auch hier, wie sie ein bisschen... Kann man das so teleportieren nennt, sagt? Okay, nicht wirklich teleportieren, aber ihr seht halt, es hinterlässt ein Schattenbild von sich und das lässt oder gibt dem Ganzen auch nochmal so einen bestimmten Flair. Wir haben hier einen Scrapper, die Kampfkünstlerin. Ich weiß gar nicht mehr, was die kann, wenn ich ehrlich bin. Aber auch das sieht wahnsinnig nice aus. Das ist diese Megaforce, von der ich gerade gesprochen hatte. Einfach bam und der lebt noch. Das ist das erste Video, wo ich sehe, dass der Monster noch lebt. Okay, krass. Dann haben wir Crushing Smite. Okay, ist jetzt nicht ganz so spektakulär. Unbesiegbarer Drachenkönig. Undefeated Dragon King. Ist sogar gut übersetzt. Okay, das ist natürlich ein Überskill. Sieht auch sehr, sehr sick aus, wie das dann noch im Nachhinein bleibt. Auch voll meins. Aber das sind die Klassen, die wir erwarten können. Wir haben Krieger. Wir haben Kampfkünstler. So nennen die sich ja. Und wir haben hier noch das Todesurteil von dieser Klasse. Okay, das wirkt so ein bisschen wie so eine minimierte Genki-Dama, wenn man das so will, die dann Massen an Energie ansammelt und die Gegner einfach one-shotted gefühlt. Dann haben wir Kanoniere, wir haben Magier natürlich ganz klassisch und die typischen Assassinen. Dann haben wir hier bei dem Kanonier
Kunstschützin, Artillerist, Kunstschütze und Scharfschütze. Die Skills könnt ihr ganz einfach auf der Seite nachschauen. Wie gesagt, den Link dazu findet ihr unten als Kommentar angepinnt. Wir werden jetzt nicht jeden einzelnen durchgehen. Aber die Klasse gab es, glaube ich, auf dem russischen Server. Doch, die gab es auf dem russischen Server schon. Die drei, oder es gab sogar die vier schon. Aber der Scharfschütze ist ebenfalls eine Klasse, die ich gerne spielen wollen würde. Das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, ist dieser Tornado, den ihr hier erschafft. Das ist auch so ein Spin-to-Win-Move eigentlich, der an der Stelle stehen bleibt, wie ich finde. Und ich hasse diesen Move. Ich kann mit diesem Move nichts anfangen. Aber der Scharfschütze ist, oder ist eine Klasse, die ich auf jeden Fall gerne spielen wollen würde. Denn ich liebe Fernkämpfe im Allgemeinen. Ich bin ein riesiger Fan davon. Ja, natürlich die stereotypischen Magier, wobei der Barde diesmal nicht in den Bogenschützen ist, denn oftmals habe ich gemerkt, oder in vielen Spielen habe ich gesehen, dass der Barde als Bogenschütze klassifiziert ist, aber hier ist das in dem Fall eine Magierklasse. Sieht natürlich designtechnisch mega aus. Und so, Leute, MiHoYo, wenn ihr das Video seht, warum auch immer, hier. Oh, das nenne ich mal einen Barden. Das Design, der Bogen, das Cape am Arm, das ist ein Barde, gibt Venti so einem Skin. Und ich gebe auch gerne 50 Euro dafür aus, nur wegen diesem verkackten Skin. Aber Alter, der Skin ist godlike. Das ist on point, top notch, dieser Skin. Das ist das, was ich mir auf jeden Fall wünsche. Für einen Baden-Skin. Und kein Trap-Skin wie bei Venti. Aber allgemein hätte ich für Venti gerne einen anderen Skin. Aber das ist auch hier ein anderes Thema. Sieht auf jeden Fall mega nice aus. Könnte eine sehr, sehr gute Supporter-Klasse sein. Absolut insane. Und wir haben natürlich klassische Assassinen, zum einen die Schattenjägerin und die Todesklingen, beide mit Dual Blades ausgestattet dementsprechend und natürlich auch beides Melee-Kämpfer. Ihr müsst euch das hier in Ruhe durchlesen, wenn ihr dann dementsprechend soweit seid, wenn euch das interessiert logischerweise, aber ich glaube, sonst würdet ihr auch das Video nicht schauen. Aber das ist das, was wir erwarten können zum Thema Klassen in Lost Ark. Krieger, Kampfkünstler, Kanoniere, Magier und Assassinen. Alles 5 sehr, sehr gute Klassen mit sehr, sehr guten Unterklassen. Und falls ihr euch fragt, wie man diese Subklassen bekommt, ab einem bestimmten Level, ich glaube ab Level 10 oder Level 20 war das, wenn ich das richtig im Kopf habe, kann man sich seine Subklasse aussuchen. Ich bin mir da nicht mehr zu 100% sicher, aber ihr kommt irgendwann an einen Punkt im Game, wo ihr euch diese Subklasse aussuchen könnt. Und das ist natürlich sehr, sehr nice. Wahnsinnig nice to have, dass es das gibt, dass es das kann. Es wird auch einen Skillbaum geben, wenn ich das ebenfalls richtig im Kopf habe. Und das alles, wie man sonst aus MMORPGs kennt. Aber das ist ein sehr, sehr vielversprechendes Game, was man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Dann haben wir natürlich noch die sogenannten Medien. Das sind die Lost Ark Medien, wie den offiziellen Announcement Trailer, wie ihr es hier gerade seht. Wir haben dann auch hier natürlich ein paar Screenshots, wie das Ganze aussieht mit den verschiedenen Einblicken aus den Dungeons. Der hier erinnert mich so ein bisschen an ein Monster aus Monster Hunter. Zinogre hieß der im Deutschen, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er im Englischen heißt. Ich glaube, der heißt auch Zinogre im Englischen. Aber der erinnert mich so voll krass daran. Aber auch hier mega, mega nice. Sieht unglaublich gut aus, die Städte dementsprechend. In der Stadt kommt man relativ am Anfang hin, wenn ich das ebenfalls hier richtig im Kopf habe. Aber designtechnisch wirklich sehr, 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 sehr schön gestaltet. Auch das Design der Monster. Und hier sieht man wirklich, dass da eine Menge Arbeit reingesteckt worden ist. Und es gibt Arena-Kämpfe. Das ist natürlich sick. Ein 3 gegen 3. Leute, wenn ihr Bock habt, das mit mir zu zocken, ich bin dabei. Sofort. Dann hier ein Turm mit einem Gunslinger. Ich glaube, Gunslinger heißt im Englischen. Sieht aus wie keine MP, aber wie eine PDW ist das, glaube ich. Aber fragt mich nicht. Mega nice. Auch es wird ein sehr, sehr detailliertes Character-Tool geben. Das wird auf jeden Fall mit drin sein. Ich glaube, dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Wenn ich es finde, blende ich es hier ein. Und es gibt natürlich auch die klassischen FAQs. Wann wird das Spiel erscheinen? Wo kann ich das Spiel kaufen? Ist das Spiel nur für PC verfügbar? Und so weiter und so fort. Eine Menge Fragen, die dann dementsprechend beantwortet werden können. Wann wird es erscheinen? Kommt im Herbst. Kann man das Spiel kaufen? Ja, kann man, ist aber kostenlos. Ist das Spiel nur für PC? Ja, ist nur für PC. Wer ist der Entwickler von Lost Ark Smilegate RPG? Smilegate ist die Mutterfirma von Smilegate RPG und wurde 2002 gegründet, etc. Pipapo. In welchen Regionen wird es erhältlich sein? Dann natürlich in Nordamerika und Europa. Brauche ich ein Amazon-Konto? Ja, nein, du benötigst kein Amazon-Konto, aber ein Steam-Konto. Okay, ich korrigiere die Aussage. Ihr braucht kein Amazon-Konto. Ich werde das auch nachträglich im Video noch cutten, beziehungsweise mit einblenden, dass ihr kein Amazon-Konto benötigt, sondern ihr braucht lediglich letzten Endes nur ein Steam-Konto. Warum sollte ich mein Amazon-Konto verknüpfen, wenn ich es nicht brauche? Das ist eine gute Frage.
bekommst du Zugriff auf die Spieleforen und wir können dein Spielkonto verifizieren und Kundensupport leisten. Okay, das heißt, wenn ihr Kundensupport braucht, braucht ihr ein Amazon-Konto. Also braucht ihr doch ein Amazon-Konto, sofern ihr natürlich Support benötigt. Soziale Netzwerke, Klassiker, Twitter, Facebook, Twitch, YouTube und Instagram. Was für eine Art Spiel ist Lost Ark? Ist ein MMORPG in der fiktiven Welt von Arcesia. Wie kann ich das Spiel bekommen? Steam mal runterladen etc. Wird es mehrere Server geben? Es wird mehrere Regionen geben. Klassisch, wie man es kennt. Wir müssen das jetzt nicht alles durchgehen. Das ist, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte und so weiter und so fort. Zum anderen, und um das Video jetzt dementsprechend noch abzuschließen, weil es geht auch schon wieder lange genug. Ihr könnt euch als Tester anmelden. Und zwar hier, ihr seht es hier oben, direkt links neben der Cam, Testeranmeldung. Wenn ihr hier draufklickt, dann müsst ihr euch mit Amazon anmelden. Das geht mit Steam nicht. Das geht nur, wenn ihr euch mit einem Amazon-Konto hier anmeldet und euer Amazon-Konto mit diesem Game verknüpft. Mit dementsprechend, mit dem Game. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, ihr wisst, was ich meine. Deswegen, ihr braucht ein Amazon-Konto, um es testen zu können. Und hier könnt ihr auch die sogenannten Pionier-Bundle kaufen. Und das war's. So viel mal zum heutigen Video. Ich denke, das Wichtigste ist abgedeckt. Wenn ihr Fragen habt, super gerne runter in die Kommentare. Aber auch hier meine Empfehlung an euch. Nehmt euch Zeit, euch die Seite durchzulesen. Denn die geschlossene Alpha kann auf jeden Fall einen Blick wert sein. Macht auf jeden Fall Sinn, auch um das Game auszuprobieren. Und wenn ihr das noch nicht kanntet, oder falls ihr wirklich Interesse daran habt, die Alpha zu testen, meldet euch hier an. Wirklich, es ist empfehlenswert. Einfach damit ihr schon so ein bisschen das Gefühl für eure Klassen bekommt. Ihr könnt euch schon vorab, von vor allen anderen quasi schon, so ein bisschen raussuchen, welche Klasse ihr spielen möchtet, wie ihr das Ganze aufbauen möchtet und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und nehmt euch die Zeit, die Sachen hier auf der Seite durchzulesen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Klassen. Lest euch die Beschreibungen durch. Auch was der Krieger so für eine Klasse ist, etc. Es wird dazu noch ein Video geben von mir, wie ihr euch die beste Klasse in Lost Ark aussuchen könnt. Aber so viel mal dazu. Und dann sehen wir uns natürlich wie immer in gewohnter Weise allerspätestens im nächsten Video. Oder jeden Dienstag und jeden Freitag von 18 bis 20 Uhr auf Twitch. Seid gerne dabei. Ich freue mich auf euch. Bis dahin bleibt gesund. Macht's gut. Und ja, danke fürs Einschalten. Peace.